Täter ist bisher wenig bekannt. Er wusste immer, wann seine Opfer alleine waren. Ist das dein Ernst, was du da postest? Wer im Schlüpper in die Disco geht, der braucht keinen Verlobungsring im Drink erwarten, sondern eher K.O.-Tropfen. Und ich gehe nicht im Schlüpper in die Disco. Ja, sondern ins World Wide Web. Man sollte dieses Schwein an den Eiern aufhängen. Das sagt man so. Am Ende macht's dann sowieso keiner. Therapie statt Gefängnis. Oh, wir haben keine Zeit. Wir haben sie töten. Sie kommen mit. Nein, sie fahren hinterher. Hey! Das Internet ist heutzutage der öffentlichste Ort, an dem man seine wahre Identität verbergen kann. Schön, dass Sie so viele Details zum Tatbestand wissen. Der Mann ist ein falscher 50er. Ich weiß ja leider zu gut, dass man sich Feinde macht, wenn man gegen den Strom schwimmt.